Da hat sich aber einer tüchtig vergaloppiert. Im Rennen um den Namen des härtesten Pandemiekämpfers gibt es nun einen neuen Stern am Himmel. Winfried Kretschmann von den Grünen. Er forderte jetzt harte Eingriffe in die Bürgerfreiheiten, auch wenn diese nicht verhältnismäßig sind. Merkst du selbst, möchte man dem sonst so soliden Grünen zurufen. Doch er merkte es zu spät und ruderte auch nur halbherzig zurück. Herr Kretschmann, besser wäre einfach zurücknehmen und sorry sagen. Denn der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehört zum Kernbestand der rechtsstaatlichen Ordnung. Einfach mal reinholzen, das Land vorbeugend einsperren, weil viel auch viel hilft. Genau das geht glücklicherweise nicht. Ein unbedachter Spruch? Nein, ein Alarmsignal. Corona hat den rechtsstaatlichen Kompass bei einigen bedenklich ins Trudeln gebracht. Denn im Rechtsstaat heiligt auch der gute Zweck keine schlechten Mittel und eine Pandemie keinen autoritären Durchgriff. Folgt man der Logik von Kretschmanns Vorstoß, könnte man auf die Idee kommen, Bürger vorbeugend wegzusperren, damit sie gar nicht erst Gelegenheit zum Stehlen haben. Dabei hantiert der Ministerpräsident nicht mit Kleinkriminalität oder Bagatellstrafen, sondern jongliert und geniert mit Grundrechten, denen die Verfassung zu Recht Unantastbarkeit und Ewigkeitsstatus verleiht. Der Staat kann gern Masken oder Medizinreserven anlegen. Grundrechte präventiv zu entziehen, weil es angeblich zu unserem Besten ist, darf und kann er nicht. Und das ist auch gut so. Denn bei Kretschmanns martialischen Maßnahmen kommt obendrein etwas hinzu. Keiner kann hinterher prüfen, ob die Eingriffe überhaupt sinnvoll und zielführend gewesen sind. Ich kann nur immer wieder über etwas staunen. Wie wenig die hehren Grundlagen unserer freiheitlichen Demokratie im kollektiven Gedächtnis verankert sind. Und wie leichtfertig immer wieder Versuche unternommen werden, zentrale Grundsätze fröhlich zu verschenken. Schreib mir mal in die Kommentare, ob Herr Kretschmann da über seine Ziele hinausschoss.